Hallo und herzlich willkommen zu Teil 14 der Synchro-Wiederaufbaureihe. Ihr seht schon, der Bus ist wieder im Hintergrund. Und ja, da, wo ich quasi gestern aufgehört habe, geht es jetzt weiter, nämlich am Zylinderkopf und parallel sind schon die nächsten Arbeiten dran. Auf jeden Fall, wenn euch das Thema T3 Synchro, Buell M2, generell Motorräder, Oldtimer, Youngtimer interessieren, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Weil hier auf dem Kanal nicht nur der Synchro stattfindet, sondern auch mein Hecktrieber, den ich schon ein bisschen länger habe. Und ja, in nächster Zeit irgendwas in Richtung Golf 2, VW Käfer, in der Richtung auch was kommen wird. Ja, dann zeige ich euch mal, womit wir hier heute loslegen. So, ich habe das jetzt hier erstmal wieder eingesprüht mit dem Klebstoffentferner. Und dann heißt es nachher hier immer mal zwischendurch so ein bisschen pillen und fiddeln, dass ja, einfach diese Klebereste, kannst du vielleicht ein bisschen erkennen auf der Kamera. Das ist richtig aktiv gerade, das Zeug. Dass ich hier einfach mal die ganzen Klebereste wegkriege. Dass, wenn man dann hier neue Teppiche verklebt, die auch vernünftig halten. Und ja, hier geht es jetzt mit dem Kopf weiter. Ich habe mir jetzt einmal überlegt, ich habe hier so Kunststoffkeile, dass ich das vielleicht mache, dass ich einmal den Kopf runterdrücke und dann gucke, dass ich irgendwie, weil er bewegt sich ja doch so ein bisschen, dass ich in so eine Lücke so einen Keil reindrücke und dann versuche, den Kopf auf der Schraube so ein Stück hochzudrücken. Eventuell klappt das. Wenn nicht, bleibt nur noch die Option, die restlichen verbleibenden Schläuche, Kabel und so weiter lösen. Dann Motor vom Getriebe trennen, die Motorträger auf beiden Seiten lösen und den Motor nach unten raus. Dann muss man quasi den Kopf auf dem Block rausdrehen und das funktioniert halt nicht, wenn da eine Karosse im Weg ist. So. Man kann es erkennen. Aber ja, so vermackt und vermockt, wie hier die Kanäle sind, würde ich sagen, lasse ich das sein mit dem Block. Also auf dem Block werde ich nicht neu aufbauen. So, jetzt geht es auch schon langsam los mit den Vorbereitungen für Fehmarn. Und zwar ist hier einmal, ich muss mal ein bisschen sauber machen, weil das ein bisschen länger halt gelegen hat. Mein 1200 Watt Inverter mit Anschluss für zwei Batterien, Solar-Laderegler. Und ich denke mal, ich werde dann 200 Watt Paneele mitnehmen, die ich anschließe, um dann den Strom in die Batterien zu kriegen. Genau, das ist das Setup. Und hier lege ich jetzt gerade die Sachen zusammen, die ich dann brauche, um das Radio anzuschließen. Weil ISO, das Radio an sich hat einen Quad-Lock, aber ich glaube, ich werde einfach hier gucken, ob die ISO-Anschlüsse da, also wie es aussieht, ist das ISO. Ja, werde ich die anschließen und das Ganze dann halt ja, mit Kabeln und so weiter versehen, dass man Musik im 2WD nachher hier im hinteren Bereich über die Batterien hat, um dann einfach, ja, ein bisschen auf Fehmarn Action zu machen. Wie gesagt, der 2WD wird jetzt damit dann vorbereitet für Fehmarn. Ja, ihr seht, ich bin in meinem Hecktrieb wieder unterwegs. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Tankstelle. Den muss ich schon mal wieder voll machen für Fehmarn. Auch noch mal einfach so ein paar Kilometer gerade fahren, um zu gucken, ob er gut läuft, ob er vernünftig läuft. Und ja, einfach mal so ein bisschen Probefahrt, bevor es übermorgen auf die 550 Kilometer nach Fehmarn geht. Ja, volltanken. Ich muss morgen noch die Rücksitzbank umbauen. Ja, muss ich gucken, ob ich es morgen noch schaffe, die Scheiben tatsächlich zu tönen. Die Folie habe ich vorgeschnitten da liegen. Könnte klappen, weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Ich weiß auch nicht, inwiefern ich jetzt großartig filmen kann, bevor es übermorgen losgeht, weil ich morgen auch quasi doch wieder der Absprache einen normalen Dienst habe. Also ich weiß nur eins, nächstes Jahr werde ich den Tag vor Abfahrt auch noch frei nehmen. Einfach um da ja ein bisschen mehr Möglichkeiten zu haben. Einfach ein bisschen Ruhe zu haben. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich gewaltig darauf.
Ich muss ja gerade gucken, weil hinter mir steht ein Streifenwagen. Dass ich gleich einmal irgendwie, wenn der weg ist, die Aufnahme beende. Ja, wie gesagt, geht auf jeden Fall übermorgen los. 550 Kilometer, den Bus hier, der knapp 190.000 jetzt gelaufen hat. Immer noch der erste Rumpfmotor, erste Getriebe ist drin. Das Einzige, was wir mal gemacht haben, ist, der hat mal einen neuen Kopf bekommen, nachdem der sich unten die Kühlerröhre rausgejagt hat. Was ich jetzt nicht weiß, da muss ich doch mal in den ganzen Unterlagen nachgucken, beziehungsweise ich einfach mal irgendwann drunter legen und nachgucken, ob da wieder, ja, was da für Röhre reingekommen sind. Ob der wieder Stahl gekriegt hat, Kunststoff oder vielleicht sogar tatsächlich die guten Edelstahl. Das weiß ich jetzt gerade so aus dem Kopf nicht. Ich weiß nur, dass damals wochenlanges Hin und Her war, da den Kopf ranzukriegen zu einem vernünftigen Kurs, weil das damals so die Zeit war, wo ja, man dreimal überlegt hat, macht man das Auto jetzt nochmal fertig oder nicht? Und ja, dementsprechend war das damals so in der Zeit, dass das Ganze losgegangen ist. So. Jetzt mal gucken, was der Streifenwagen hinter mir macht. Ja, auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen Probefahrt und gucken, wie das Büsken hier läuft. Aber ich muss auch sagen, der hat jetzt auch wieder fast anderthalb Wochen gestanden und ist auf Schlag direkt wieder angesprungen. Also ich muss schon sagen, ich liebe dieses Auto und heute hatte ich sogar, vor ein paar Tagen hatte ich schon mal so einen Kärtchenhändler wieder dran. Und heute hatte ich eine Karteikarte beschriftet mit einem Zettel am Scheibenwischer. Wenn verkauft, dann bitte anrufen, weil ja wohl doch einige Interesse an dem Bus haben. Aber der Bus hier wird beim besten Willen nicht verkauft werden. Ja, jetzt gucken wir mal Probefahrt mit dem Hecktriebler kurz bevor es nach Fehmarn geht. Und auf jeden Fall nochmal den Tank voll machen. Ich fahre ungern mit halbvollem Tank auf die Bahn, wenn ich weiß, dass ich eine längere Strecke zu fahren habe. Der Moment, wenn man feststellt, man hätte besser den Tag vor der Abfahrt auch noch freigenommen. Alte Sitzbank ist raus. Und hier steht die Multivan-Garnitur, die in den Bus rein muss. Und das Lustige ist, in 3 Stunden muss ich zur Arbeit. So schwierig ist halt echt nicht, die Multivan-Bank einzubauen. Ihr habt einfach nur hier die beiden Haltepunkte. Und einen kleinen Tipp, schraubt die Sitzfläche ab. Dann geht das Ganze nämlich tatsächlich einfacher. So, das muss auch bezogen werden alles. Und ja, hinten habe ich jetzt die Folien drin. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, das ist mir sowas von egal, dass hier überall so Blasen und Falten sind, weil die kommen eh nach dem Festival wieder raus. Ja. Aber ist schon ein anderes Bild so mit den dunklen Scheiben. Doch, das hat was. Also, ja, die mittleren Scheiben werde ich wahrscheinlich erst auf Fehmarn machen können, weil ich nämlich gleich noch weg muss. Was, ja, noch so ein paar Kleinigkeiten holen. Man kennt's, ne, wenn man auf große Tour geht. Ja, ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwie die Bolzen, dass ich entweder da Distanzhülsen für anfertige oder ja, einfach welche nachdrehen lasse, die ein bisschen länger sind. Weil man kann es vielleicht so ein bisschen erkennen. Da fehlen ein paar Zentimeter. So, jetzt auch noch für YouTube so ein paar Eindrücke hier von der Rundfahrt. Auf Fehmarn. Also vor uns die ganze Straße voller Busse, hinter uns. Also wir sind hier mit, keine Ahnung, ich kann es echt nicht sagen, Leute, wie viele VW-Busse hier auf der Insel sind. Es ist einfach mega. Ihr seht auch hier die Leute, die stehen am Straßenrand, die freuen sich, wenn wir hier hupen vorbeifahren. Immer mal wieder winken und hupen. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn.
Ihr seht hier Leute, ne, und auch immer wieder, wenn Familien mit Kindern da stehen, absoluter Wahnsinn. Das ist auf dem Fahrradweg fahren, die winken, ja, das ist irre. Also, wenn ihr mal nach Fehmarn fahrt, Leute, macht die Rundfahrt mit. Kleiner Tipp, je weiter vorne im Alphabet euer Sektor ist, umso weiter vorne werdet ihr auch im Konvoi mitfahren. Weil die quasi Sektor A, B, C und so weiter durchgehen und losfahren. Also wir sind Sektor H, wir sind mit die Letzten. Aber trotzdem ist es immer noch mega, wie viele Leute hier am Straßenrand stehen und uns winken, hupen. Wahnsinn. Ja, das ist jetzt quasi eigentlich gedacht gewesen als Teil 14, aber abgesehen vom Kopf am Anfang des Videos war ja nicht wirklich viel vom Synchro, sondern tatsächlich mehr Vorbereitungen Fehmarn und auch ein paar Eindrücke von Fehmarn selber habe ich euch ja hier im Video zusammengepackt. Das heißt, im Grunde genommen steht das Video mehr eigentlich unter dem Banner Midsommar Bully Festival. Das hat alles echt gut geklappt, auch mit der Multivan-Sitzbank. Da werde ich aber gucken, dass ich noch einen Topper kriege, weil die doch relativ hart war. Also hätte ich nicht gedacht, dass die nach so vielen Jahren noch so eine Härte drin hat, die Sitzbank. Aber soweit hat das alles geklappt. Natürlich sind viele Sachen aufgefallen, die man noch ändern sollte oder könnte, wenn man dann das nächste Mal fährt. Das nächste Mal wird ja spätestens Ende August sein, wenn wir nach Wesel fahren, an den Auesee, zum Summer Bully Festival. Und da wird auf jeden Fall noch ein paar Optimierungen kommen. Ich weiß nicht, ob ich Wesel tatsächlich schon mit dem Synchro fahren kann oder nochmal mit dem Hecktriebler fahren muss. Das wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall, der 2WD ist echt super gelaufen. Zwischendurch habe ich ihn tatsächlich mal Anschlag Dieselpumpe gehabt. Die Dieselpumpe ist so eingestellt, dass sie so bei 4,3, 4,4 aufhört einzuspritzen. Also die dreht nur bis zu der Drehzahl hoch. Da hat der Bus so ziemlich genau die 127 km/h drauf, die er eingetragen hat. Und dadurch, das war dann nämlich auch so lustig, als ich vollgetankt habe, habe ich dann festgestellt, dass oben, dass die Gummis am Tank Einfüllstutzen ein wenig undicht geworden sind. Das heißt, ich habe so gut einen Liter, vielleicht anderthalb Diesel über die Tage verloren, bis wir losgefahren sind. Dementsprechend habe ich dann auf Fehmarn nur nachgetankt, habe hier nochmal eine entsprechende Literanzahl nachgetankt, dass ich einfach nicht bis oben hin den Sprit stehen habe. Das heißt, demnächst beim 2WD die Dichtungen vom Tankstutzen wechseln. Das ist also mit eines der nächsten Sachen, die hier anstehen. Ich würde jetzt schätzen, dass der Bus so ungefähr mit 8 bis 9 Liter gelaufen ist auf der Strecke. Finde ich vollkommen in Ordnung dafür, dass ich auch teilweise wirklich über 110, über 120 gefahren bin. Macht natürlich auch viel aus, tatsächlich die Multivan-Sitzbank plus die Matratze obendrauf. Die hat wirklich gut ein paar Dezibel Lautstärke rausgenommen. Man merkt schon, halt, der Hecktriebler ist ein nackter Hund, der hat keine Dämmung großartig drin und so weiter. Und dementsprechend
ja, war es auf jeden Fall mit der Bank ein bisschen angenehmer zu fahren. Wobei ich mir auch überlegt habe, gerade jetzt, wir sind freitags hochgefahren, sonntags zurück. Beide Strecken knappe 8 Stunden Fahrzeit. Und natürlich das, was wir so auf der Insel gefahren sind, bin ich jetzt tatsächlich am Überlegen für so kurzfristige Geschichten. Wesel ist ja jetzt noch eine andere Nummer. Das ist eine Stunde Fahrzeit von uns aus ungefähr. Aber ich bin tatsächlich am Überlegen, T5 zu holen für eben solche kurzfristigen Aktionen. Wenn wir halt ja freitags irgendwie 300-400 Kilometer hin und wieder zurückfahren am Sonntag, glaube ich, ist es nicht verkehrt, doch ein moderneres Auto zu haben, was ein bisschen ruhiger läuft, was auch ein bisschen schneller fahren kann. Vielleicht auch eine Klima hat, Automatik, einfach um die Fahrt selber ein bisschen bequemer zu machen. Also Synchro, Hecktriebler, tiefer T3, beziehungsweise ich habe vorhin ein Multivan T3 zu bauen, in einer bestimmten Konfiguration. Das wird aber auch noch irgendwann kommen. Und dann kommt unter Umständen ein T5 für solche Aktionen. Also ich glaube, ich brauche definitiv eine Halle für meine Busse. Aber jetzt erstmal steht der Synchro an erster Stelle, dass der fertig wird. Und Samstag geht's nach Belgien, einen KY-Block abholen. Das heißt, ich werde gucken, ich weiß auch nicht, ob ich den hundertprozentig im Synchro reinbaue, weil da ist so die Geschichte mit TÜV und so weiter. Aber dass ich eine Basis für einen 1.7 TD habe, den ich quasi aus dem KY-Block und den Teilen vom Synchro, die hoffentlich noch in Ordnung sind, wie Ölwanne, die kann die mache ich sauber, mache ich brauche runter. Das ist alles nicht das Thema. Also da ist die Überlegung, noch einen 1.7 TD zu bauen. Ich weiß nicht, ob der im Synchro landen wird, ob der im Multivan-Projekt landen wird. Auf jeden Fall ist Wochenende wieder ein bisschen voll. Ich werde, glaube ich, am Wochenende gucken. Ich habe jetzt diese Folienradierer gekriegt, dass wir die Beschriftung runterholen, die an den Teilen ist, die dranbleiben. Und müssen wir einfach gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Es wird auf jeden Fall viel Action in den nächsten Tagen geben, was Synchro angeht, was Teile beschaffen, die da angeht. Und ich muss auch auf jeden Fall auch einmal Teile holen noch, oder nochmal bestellen. Die Radläufe hinten fehlen noch, die Endspitzen fehlen noch und ich werde auch noch eine Tafel Blech bestellen, einfach, dass wir so ein bisschen die Schadstellen, die kleineren, ausbessern können. Also sind auf jeden Fall noch einige Sachen zu tun. Dann hoffe ich, dass das alles hinhaut, dass ich in den nächsten Tagen die Achsen anfangen kann beim Synchro, dass ich da mal ein bisschen Hilfe kriege, die hinten auseinanderzunehmen, die wegbringen kann, dass dann die alten Lager ausgepresst, die neuen eingepresst werden. Da ist auf jeden Fall noch mehr als genug Arbeit, was am Synchro ansteht. Das war jetzt erstmal, den Reiter Fehmarn-Wochenende mit dem Hecktriebler. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn euch das Thema T3, T3 Synchro, T3 Multivan und so weiter interessiert, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bjul wird jetzt demnächst auch nochmal was kommen, genauso mit der Geschichte Richtung Daily, da bin ich auch noch am Überlegen. Es ist auf jeden Fall noch viel, was hier in den Startlöchern steht. Und in dem Sinne bedanke ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal dann hier bei Mike MX5, auch wenn ich aktuell keinen MX5 mehr habe.